Firmenkataloge vor 1914 warben oft mit berauschenden Werkansichten. Darauf zu sehen, rauchende Schlote. Die Kamine hatten nicht nur einen technischen Nutzen, sie waren auch starke Symbole für Wohlstand, Wachstum und Stärke. Von den nachweislich immerhin 4 Schornsteinen bei Raspe hat einer bis heute überlebt. Doch auch dieser muss nun für die Sanierung des Areals den Platz räumen. Dafür zog die Ferraro Group einen ihrer besten Männer von einer anderen Großbaustelle ab und schickte ihn für diese besondere Arbeit nach Solingen. Mit ihm kam auch eine besondere Maschine, ein sogenannter Seilbagger. Auf 6 Tiefladern wurde das Gerät angeliefert. Allein 3 Tage dauerte der Aufbau des Seilbaggers. 6 Elemente mussten dafür zusammengesetzt werden, bis der 115 Tonnen schwere Spezialbagger einsatzbereit war. Um andere Gebäudeteile vor herunterstürzendem Gestein zu schützen, wurde ein Longfront-Bagger mit einem rund 40 Meter langen Ausleger in Position gebracht. Seine Aufgabe, eine überdimensionale Gummimatte in die Höhe zu wuchten und zu halten. Was genau passiert, wenn der 3,6 Tonnen schwere Greifer an 2 Stahlseilen hoch oben hin und her schwingt, erklärt Peter Hoffmann. Wir gehen praktisch oben drauf, also oben rein. Dann ziehen wir den Greifer zu und der Greifer macht praktisch die Steine kaputt oben und dann fällt halt alles in sich ein oben, die ersten Meter. Das wird alles ganz kleine Stücke gemacht. Auch wenn ein solcher Abriss eher grobschlächtig wirkt, die Bewegungen des Greifers muss Hoffmann genau und präzise ausführen, wie ein Chirurg den Schnitt mit dem Skalpell. In nur 2 Stunden ist der Auftrag dann erledigt. Schneller als geplant. Unglaublich bedenkt man den Aufwand, der dafür nötig war. Solingen ist jetzt um ein Symbol ärmer, der Erschließung des ehemaligen Raspe-Areals aber ein großes Stück näher gekommen.